So, das Radio ist an. Das LKW schon, das schnurrt wie ein Kater. Oh, ich sehe. Guckt da mal jemand in den Rückspiegel. Oh yeah. Wir haben diesen Anhänger, vor dem ich so ein bisschen Respekt habe. Nicht Angst, aber großen, großen Respekt. Weil das Ding ist absolut übertrieben lang, man beachte. Ja, also das ist schon ein Unterschied. Und ja, es wird lustig. Zum Glück fahren wir zum Großteil tatsächlich auf der Autobahn, dann geht das noch, also auf dem Highway. Highway to hell. Ne? Und ja. Und bin ich auf der Landstraße, logischerweise. Weiß nicht. Warte. 800 Meilen kommen wir. 300 brauchen wir nur. Okay. Ich würde noch gucken, ob wir tanken müssen. Müssen wir nicht. Ich würde jetzt eh nicht reinfahren zum Tanken, jedenfalls nicht mit dem Trailer. Kannst du voll knicken. Are you ready? Ich habe gerade kurze Pause eingelegt und habe nochmal ein bisschen viel zu rumgegeistert tatsächlich. Und bin auf die Generation X gestoßen von WWE. Und habe das Team und den Titantron mal angehört und angesehen. Gott, sind die. Gott, war die drauf, ey. Ohne Mist. Also ich Triple H heute mal so anguckt, so voll der Business-Typ, so mit Anzug und so und kurze Haare und so. Alter, und da ist bei D-Generation X mit Shawn Michaels. Alter, boah, wie die abgingen. Wie die abgingen, das ist der Wahnsinn. Wie die abgegangen sind. Die haben echt jeden Scheiß gemacht. Ich mach mal Licht an. Die haben echt jeden Scheiß gemacht. Aber eigentlich müsste ja jetzt wieder hell werden, ne? Ja, 7:13 Uhr. Ne, 7:12 Uhr. Entschuldigung. Wieso, die Zeit, wird gar nicht weniger. Ja, jetzt 7:13 Uhr, alles klar. Ich wollte gerade sagen, wird irgendwie gar nicht später. Komisch. Vielleicht wie bei Matrix oder so, weißt du? Wobei Matrix war, glaube ich, Matrix hat, glaube ich, eher weniger mit der Zeit zu tun, ne? Ich weiß es nicht, ich habe Matrix nie geguckt. Generell irgendwie nicht so Filme. Hui, hui. So, ich höre mal auf. Da ist eine Ampel. Total geil, die Ampeln sind grün und kein Schwein steht da und will da langfahren, verdammt mich. Das ist immer so ein bisschen frustrierend, weil man dann da warten muss und es fährt halt niemand vorbei. So, ein Rettungswagen? Jawohl. Rrr. Schöne Dinger. Muss man zugeben. Ich hasse rote Ampeln. Ich hasse rote Ampeln. Komm schon, wer für uns grün, jawohl. Ja, UPS, zieh ruhig raus. Ja, zieh ruhig raus. Alter. Ich glaube, Takt, Freundchen. Ja, jetzt stehst du vor mir an der nächsten Ampel. Hä, du Blödföhn. Hast du auch was gekonnt? Fährt auch mal los, ja. So, bieg ab. Los, komm, verpiss dich, bevor ich dich mitnehme. Tschüss. Depp. Hauptsache ein Chrysler unterwegs, weißt du? Nee, ist schon okay. Nee. Nee, ist okay. Ist okay, nee, ist okay. So. Da müssen wir nicht rein, wir müssen außen rum. Oh, guck mal, ein Eiswagen. Oh, geil. Oh, geil, jetzt ein Eis. Oh. Ich rede hier über Essen. Das gibt's gar nicht. Ich muss offen über Essen zu reden, ey. So, Freunde. Vorsicht. Hui. So, das hat ganz gut funktioniert, glaube ich. Also, ich bin mir sicher, wir haben Bordsteinkante haben wir doch ein bisschen mitgenommen, aber was soll's. Scheiß der Hund drauf. Ach guck mal, ja, UPS fährt die ganze Zeit schon vor uns her, ne? Komisch. Nein, Ampel. Fick dich. Oh. Ich hab's so gewusst. Das blockieren wir mal schön die Kreuzung. Das Problem ist, wir kommen, glaube ich, an dem Ford Mustang nicht so ohne weiteres vorbei, ne? Nee. Leck mich doch. Toll. Ja, das war's. Kostet ja nur $750. Oh, guck mal, es regnet. Krass. Ist das das erste Mal, dass es hier jetzt regnet? Kann das sein? Kommt mir jedenfalls so vor.
Nicht, dass ich das schon mal gesehen habe. Ja, da kackt gleich die Frame Radio ab oder was? Was ist denn los? Irgendwie so ein Regen oder was jetzt? Willst du mich verarschen oder was? Wegen dem Regen? Ich frag gar nicht. Ich spiel gerade wieder mit 20 Frames die Sekunde, weil es regnet. Verdammt. Ja, komm. So billig, ey. Ohne Mist, als regnet. Gut, ich meine, bei Regen, da droppen die Framerates gerne, tatsächlich. Das ist so ein bisschen Hobby von den Framerates, muss man zugeben. Aber, Alter, ich will nicht um sie. Wo es irgendwie nie besser wird als 20 Frames die Sekunde, warum auch immer. Keine Ahnung. Bei Omsi wird es nie besser als 20 Frames die Sekunde. Ich habe keine Ahnung warum. Habe ich auch schon nicht mehr aufgenommen. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Zur Zeit. Nach diesen zwei Rage-Folgen hat sich das erstmal wirklich gegessen. Für die nächsten paar Wochen. Boah, was jetzt nicht. Zu dem Zeitpunkt, ich war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zu dem Zeitpunkt war ich so genervt einfach. Ich war so genervt davon. Das war echt nicht so feierlich. Ach guck mal, fettes Autobahnkreuz. Yeah, Richtung Fresno und Bakersfield oder was? Wahrscheinlich so Richtung Bakersfield, ne? Ach, Bakersfield und Fresno. Ach so, gut. Dann habe ich mir nichts gesagt, so Exit. Achso, Exit? Ich soll jetzt das Spiel verlassen? Ne, ich bin gerade in der Aufnahme, Freunde. Das geht so nicht. Oh, es ist gewittert. Das geht so nicht. Alter, was ist denn hier für ein Regenguss runter? Guck das mal an. Alter, hier geht voll der Guss runter. Freunde, nicht warten. Einfach fahren. Wieder voll der Arschlochfahrer. Würde mich nicht wundern, wenn es LKW-Fahrer gibt, die sowas tatsächlich durchziehen würden. Bin mir nicht so sicher. Erlaubt es auf jeden Fall nicht. Alter. Das war wieder ohne Vorwarnung, aber ich habe auch nicht geguckt. Muss ich zugeben. Ach, guck mal, hier ist dieses fette Autobahnkreuz. Oder was auch immer das ist. Also Kreuz, ne? Mit UI und TZ. Hab ich gekauft, ist meine. Habe ich Champagnerflaschen angeschmissen zur Taufe. Auf jede einzelne Spur. Weiß ich nicht. Dieses merkwürdige Autobahnkreuz oder was auch immer das sein soll. Wo sich irgendwie 3 Millionen Autobahnen treffen, das ist voll verwirrend. Zum Glück kann man da nicht langfahren, ey. Würde ich nie lang finden. Ohne Navi. Mit Navi ist das wieder was anderes, aber ohne Navi wollte ich davor stehen. Wo muss ich jetzt hin? Das wäre ein bisschen kompliziert. Muss ich zugeben. Bin mir nicht sicher. Irgendwie bin ich mir in letzter Zeit nie sicher bei irgendwas. Ich weiß auch nicht. Irgendwie komisch. Bin mir nicht sicher. Naja. Alter, Frames. Hoffentlich hört er dir auf zu regnen. Ich mag das ja eigentlich, wenn es regnet in Spielen, ne? Aber gerade ist es ein bisschen ätzend. Alter. 25 Frames die Sekunde ist ein Traum. Ist echt ein Traum. Ich muss sagen, ich spiele das auch nicht auf 60 Frames die Sekunde, ne? Das gibt es leider gerade nicht her. Weil es ist ja wieder alles auf Ultra-Grafik, wie beim Euro-Truck auch. Aber es läuft hier einen Tacken unflüssiger als beim Euro-Truck tatsächlich. Gut, wahrscheinlich ist die Grafik halt so ein bisschen, noch so ein bisschen was aus der Grafik, aus dem Aussehen rausgeholt, aus der Grafik-Engine. Das kann natürlich sein, dass noch ein bisschen was mehr rausgeholt wurde als beim Eurotruck 2. Alter, Handy, hör auf. Steck mich nicht. Ich bin gerade in der Aufnahme, Arschloch. Mann, dieses Handy, ne? Ist auch irgendwie jede Folge. Weil dieses Handy vibriert, obwohl ich gesagt habe, es soll die Schnauze halten. Also, nicht mal vibrieren. Ätzend. Ätzend. Mit drei E's vorne. Ätzend. Ja. Ey, du Hurensohn, lern mal Deutsch, ey. Ich kann Deutsch, halt die Fresse. Ich habe zu meinen Hochzeiten so 5000 Wörter am Tag geschrieben, ja? Fehlerfrei, Freunde. Mach mir das nach, dann kannst du mich auch Hurensohn nennen. Mit UA. Hurensohn. Von San Juan. Gott, war das schlecht. Hast du halt aufgehört zu regnen? Guck mal. Hat's nicht. Egal, läuft wieder auf 30 Frames die Sekunde. Schön, mehr will ich gar nicht. Weil ich. Das Video an sich ist dann eh auf 30 Frames die Sekunde nur, weißt du? Von daher ist eigentlich egal, ob ich mit 60 Frames spiele oder mit 30. Bei euch im Video würde nicht mehr ankommen.
gut, wenn es auf 60 Frames die Sekunde so laufen würde, würde ich natürlich auch auf 60 fertig machen im Video, was das angeht. Das mache ich ja bei Need for Speed Underground 2 bei Banished so. Wenn es läuft halt auf 60 Frames die Sekunde, weißt du, da kann ich auch so, halt als Video machen auf 60 Frames die Sekunde. Aber ansonsten, ich muss auch sagen, irgendwie 30 Frames reichen irgendwie auch, weiß nicht. Ich hab da überhaupt kein Problem mit. Und manche sagen, ja, 30 Frames ist voll ruckelig und so. Ne, finde ich nicht. Ich finde, es läuft flüssig. Ja, 60 Frames Sekunde würde flüssiger laufen, ich weiß, aber ich merke bei 30 Frames irgendwie keine Ruckler und nichts. Also ist alles, oh, geht dazu, cool. BNSF ist wieder on the road. Da sacken auch gerade die Frames wieder ab, weil sie wieder anfängt zu pissen oder was. Noch ein Zug. Was ist denn hier los, Alter? Voller Betrieb hier auf der Eisenbahnstrecke. Alter, Regen, hör auf! Geh weg! Verdammt! Ja, manchmal. Nee, ist okay, dass es regnet, mein Gott. Ist glaube ich tatsächlich das erste Mal, dass es jetzt regnet hier im Spiel, ne? Glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Wie lange regnet es denn noch, Mensch? So ein bisschen ist doch jetzt komisch. Regnet irgendwie voll lange. Aber immer so ein bisschen, so ein paar Fitzeltropfen da auf der Scheibe, weißt du? Lohnt sich irgendwie gar nicht, Scheibenwische anzumachen. Weil mit der Geschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind, müssten die ja so eigentlich runtergewischt werden, weißt du? Einfach nur durch die Luft, durch diesen Wind. Aber was soll's. Wir müssen noch ein Stück, Freunde, wir müssen noch ein Stück. Alles gut. Müssen wir nach Stockton? Nee. Wo müssen wir denn hin? Oakdale. Da waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ich glaube, da waren wir noch nicht. Deshalb hatte ich das, glaube ich, auch als Ziel ausgegeben. Jetzt fängt es schon wieder an zu pissen oder was? Nö. Irgendwie ist das merkwürdig. 23 Frames Sekunde? Schön. Es gefällt mir gut. Muss ich sagen. Gefällt mir. Mein Gott. So, da treffen wir auf eine andere Autobahn. Ich muss ja gerade mal mein Headset wieder ein bisschen richten, ne? Ich habe vergessen, das irgendwie wieder zu fixieren. Und jetzt, wo ich es gerade gesehen habe, habe ich Angst, dass ich wieder das Mikro ausgeschaltet habe. Das wäre irgendwie doof. Das wäre echt kacke. Wär wirklich kacke. Naja. Wenn, dann nehme ich aber neu auf. Ist auch kein Problem. Es ist früher als sonst, dass ich aufnehme. Ich habe jetzt irgendwie auch die letzten drei Folgen American Truck, also die und die zwei davor, jetzt am Stück aufgenommen. Ist ja auch erst 0 Uhr. Ich habe irgendwie voll früh angefangen, weiß ich nicht. Sonst fange ich immer erst so um 1 an. Ist egal. Habe ich mehr Zeit. Von daher. Jetzt, wo dann wieder dieser Let's-Test-Marathon quasi dann ansteht auch. Den ich ja schon mal gemacht hatte. Hab da irgendwie auch 3-4 Stück aufgenommen. Aber im Endeffekt ist noch eins da. ja, weil ich mit den anderen irgendwie nicht zufrieden war. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie gedacht, nee, sieht doof aus. Ist irgendwie blöd. Vor allem ein gewisses Let's-Test, wo ich Frauenstimmen, also wo man das Ganze selbst synchronisieren muss, das ging voll in die Hose, Alter. Die Frauenstimmen, das geht gar nicht. So hoch komme ich gar nicht. Weißt du, weil das dann so klingt. Boah, kratzt auch so, nur so ein bisschen im Hals. Boah. Entschuldigung. Ja, das so klingen bei mir Frauenstimmen. Ich kann keine Frauenstimmen. Es geht nicht. Ich kann das nicht. Männerstimmen kriege ich hin. Männerstimmen. Oder Männerstimmen. Oder Männerstimmen. Also, Männerstimmen sind nicht das Problem. Die kriege ich zur Not noch hin. Männerstimmen. Das ist wirklich nicht das Problem. Aber Frauenstimmen, boah, geht gar nicht. Ich habe halt so eine tiefe Stimme, ne? Wenn du da irgendwie hoch willst, stimmenmäßig, ist nicht ganz einfach. Ach, guck mal, da ist ja schon unser Ziel. Boah, puh. Kauf nie Energy Drinks ohne Zucker. Außer den Monster. Der Monster geht aber. Boah, puh. Ich habe ja hier diese Energy Drink Dosen gehabt. Irgendwie so 8 Stück oder so. Hier sind noch 2 da. Bei der einen, die habe ich, glaube ich, in der ersten Folge der Aufnahme, also in der Folge vorgestern gesoffen. Das ist mal gekostet. Die war sehr lecker. Das hat man bestimmt gehört. Und das ist jetzt eine neue Dose. Da ist auch noch. Alter, Handy, hör auf. Da ist auch noch Kohlensäure drin, aber das ist so zuckerfrei. Boah, puh, es ist ekelhaft. Es schmeckt wie alte Füße.
Also ohne. Wenn. Ich weiß nicht, wie alte Füße schmecken, aber sie würden wahrscheinlich so schmecken. So, wo müssen wir parken, Freunde? Wahrscheinlich müssen wir jetzt da hinten hin oder so. Ich sehe es auch kommen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, perfekt. Wo müssen wir denn? Ja, fick dich doch. Ich nehme das, ist mir egal. Das Problem ist, da kommen wir auch nicht so einfach rum, ne? Wir haben so fetten an. Oh, fick dich doch. Was ist jetzt? Nee, warte, warte, warte. Kann ich überspringen jetzt? Nee, ne? Jetzt habe ich mir das noch aufgehalten. Jetzt habe ich mir das aufgehalten. Gut, jetzt muss ich halt gucken, wie wir das machen. Am besten wäre irgendwie rückwärts rein, ne? Rückwärts in die andere Einfahrt rein irgendwie. Da hätten wir auch die andere Seite. Da hätten wir doch auch was für 90 Erfahrungspunkte nehmen können, weißt du? Eigentlich Pumpe. Steht da einer? Nee, ist unser Licht, okay. Kann ich jetzt. Ach, guck mal, ich kann jetzt nochmal hin, kann jetzt sagen, dass ich das andere will oder was? Weil es jetzt in dem Moment irgendwie einfacher wäre. Weil ich da nicht reinkomme. So komme ich unmöglich rein mit diesem langen Anhänger. Also voll knicken. Ah, geil, geht. Gefällt mir. Ich hoffe, da wartet jetzt niemand. Ne, gut. Weil, könnte dauern. So, warte, ich mach mal so hier. So viel zum Thema, das schwere Einparken kriege ich nicht hin jetzt, weißt du? Wir nehmen jetzt diesen alternativen Stellplatz, weißt du? Nee, Kreuz, du warst schon zu voll einzuparken. Ich mache das doch, weil es doch einfacher ist. Halt dich mal, halt aus, halt auf die Fresse. Oh, Entschuldigung. Es steht noch, ja, also, da kommt jetzt keiner was vor. Es steht noch. Es kommt doch gerade keiner, das passt mir sehr gut. Deswegen wir so kleine Fliegen rum, ist auch toll. Wir wollen bestimmt was von meinem leckeren Energy Drink haben. Ja, können sie kriegen. Boah, ist das ekelhaft. Alter, willst du mir gerade erzählen, dass du die Bordsteinkante nicht hochkommst, Alter? Dein Ernst? Er will mir jetzt nicht erzählen, dass er nicht die Bordsteinkante hochkommt, oder? Alter. Das ist doch ein Hohn. Willst du mir verarschen, oder was? Ey. So, hier. Jetzt, wie ich es hinstelle. Natürlich nicht. Weißt du, 5 cm raus ist im Parkbereich. So, pingelig hier, weißt du? Voll die pingelig. Oh, da ist kein Problem. Aber hier? Nein. Du musst auf den Quadratmillimeter genau reinpassen in diese Markierung, weißt du? Also nur so ein bisschen übertrieben. So, jetzt aber. Bitteschön. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ja, Bitches. Was? Oh. So, was nehmen wir? Ich wollte sagen, hier eins, ne? Pam. So, fertig. Machen wir noch eine kurze Fahrt. Strecken. Das ist nicht zufällig die kürzeste. Oh, guck mal, da oben waren wir jetzt halt noch nicht, aber... Weißt du was? Ich würde sagen, wir nehmen keine Fahrt mehr. Wir nehmen keine Fahrt mehr. Komm, das machen wir jetzt noch. Mein Gott, so ein bisschen Mehl für 1600 Dollar. Pff. Ach, toll, es regnet. Oh, schön. Hä? Ja klar, jetzt habe ich wieder 30 Frames die Sekunde, weißt du? Es regnet, ich habe trotzdem jetzt... Alter, manchmal, weißt du? Oh, wir haben sogar einen langen Trailer. Oh, schön, geil. Ich dachte, wir haben jetzt wie beim Eurotruck irgendwie so einen Container da hinten drauf, weißt du? Was immer irgendwie so komisch aussieht, als würde man es zum Hafen schiffen oder auf so einen Güterwaggon verfrachten für die Eisenbahn, weißt du? Oh, da kommt einer. Im Cabrio, natürlich. Natürlich, er gibt Sinn. Gut, allerdings ab einer gewissen Geschwindigkeit wird man dann vom Regen gar nicht mehr erwischt. Ich glaube irgendwie so ab 300 km/h oder so. Weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, über Galileo mal getestet. Wir lassen einen Gabelstapler über 40.000 Eier fahren. Weiß gar nicht, wegen Galileo und so, ne? Habe ich auch schon mal gebracht. Im Eurotruck, irgendwann am Anfang, glaube ich. Was, Eurotruck? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube, es war Eurotruck, ne? War glaube ich banished. Ich glaube, es war banished.
Alpha Vanish. Gut, ich glaube im Eurotruck habe ich das auch mal erwähnt vielleicht. Aber bei Vanish habe ich dann die Folge direkt auch danach benannt. Weil mir nichts anderes eingefallen ist. Nein, mein Gott. Also, mir wäre schon was anderes eingefallen, aber es hat sich halt gerade so angeboten, weißt du? Wobei ich sagen muss, manchmal ist es mit den Namen finden für Folgen gar nicht so einfach, muss man zugeben. Manchmal sitzt man dann schon da und denkt, wie nenne ich die jetzt? Das ist manchmal echt nicht so einfach, muss man wirklich mal sagen. Es ist nicht einfach, tatsächlich manchmal. So, wir müssen hier rum. Mit dem Trailer kommen wir da rum, jawohl, passt. Na 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 na. Ja. Alter. Blödföhn. Alter. Fährt vor und bleibt stehen. Was ist los mit dir? Fischkopf. Mein Gott. Alter, ich bin wie so ein fetter Autotor so. Arschgeige. Sag gar nicht. Mann. Ja, es ist da manchmal diese Cabrio-Fahrer. Weißt du, wir reden mit Cabrio-Fahrer und nicht über die Kreuzung kommen. Mann. Aber der will abbiegen, das heißt, wir können jetzt mal hier rausziehen. Ist mir jetzt egal. So, wir haben Termine einzuhalten, Freunde. Wir müssen. Alter, voll erschrocken. Ich finde, diese Anhänger sehen schon geil aus, ne? Merkwürdig war ja dieser mit den vier Achsen. Der war irgendwie, der war schon komisch. 110 Meilen, wir müssen noch weit kommen, nicht? Ja, wir kommen noch 700 Meilen, ich glaube, das reicht. Ich würde sagen, das reicht. So, hier müssen wir einmal rum, da wird schon wieder ein bisschen komplizierter, Freunde, mit dem Anhänger. Vorsichtig, 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 Leitplanke, Leitplanke, Leitplanke. Was war das denn? Was war das denn? Gib Gas, Mann. Haben wir noch? Haben wir? Ah, perfekt. Ja, der LKW ist ja Wurst. Wenn der Schrott ist, pff, scheißegal, Alter, ob da die Fracht stimmt. So, jetzt können wir ein bisschen Gas geben. Ich habe jetzt extra deswegen nicht runtergeschaltet, weil wir jetzt halt ein bisschen Gas geben können, weißt du? Erst runterschalten, dann wieder hochschalten, wieder hochschalten, wieder runterschalten. Man muss halt hier viel mehr schalten als im Eurotruck tatsächlich. Im Eurotruck ist man im 10. Gang fertig, weißt du? Hier schaltest du den hier schaltest du den 10. und bist bei 45 Meilen die Stunde. Es ist. Ja. Nicht. Achso, ich sollte mich mal wieder ein bisschen schneller machen. Es läuft auf 30. Ich sage mal 30. Es läuft auf 30 Frames die Sekunde. Und es regnet. Warum ist das vorhin so eingeknickt? Ich verstehe es nicht. Es ist mir echt. Manchmal ist es mir echt ein Rätsel. Vielleicht liegt es auch am Computer, der sich gedacht hat, nö. Jetzt heißt mal die Framerate einbrechen. Nö, nö. Ich will nicht mehr. Nein. Ich mach jetzt Pause. Weiß ich nicht. Um mich einfach zu verwirren, weil sie nachher gesagt oder hat er wieder so, jetzt lass mal die Framerate einbrechen. Wenn er nochmal im Regen fährt, da funktioniert wieder alles. Diabolisches kleines Mistding. Nein, ist schon lieber. Der ist quasi, der ist eigentlich auch 24 Stunden am Tag an. Manchmal, also nicht immer, aber manchmal. Ja. Weil Videos aufnehmen, Videos verarbeiten. Videos hochladen und wieder aufnehmen, weißt du, da manchmal ist eine 24-Stunden-Schicht schon nötig. Auch wenn man es dann schon ein bisschen merkt. Er wird dann doch ein bisschen langsamer tatsächlich. Aber das macht nichts. Machst mal eine halbe Stunde aus und dann ist fertig. Weißt du? Man kann was sagen, aber das verknall ich mir gerade. Was man eine halbe Stunde so anstellen könnte. sucht euch das selber aus. Was könnte man eine halbe Stunde so alles anstellen? Sagt doch mal Bescheid. Wir müssen jetzt auch noch Bescheid sagen, das ist jetzt glaube ich die letzte Folge, ne? Das ist jetzt die letzte Folge erstmal von den 10, die ich einfach mal so, wo ich gesagt habe, wir machen jetzt erstmal 10 Folgen. Ist ja jetzt die letzte. Und da könnt ihr jetzt schon mal Bescheid sagen, sollen wir weitermachen oder sollen wir nicht weitermachen? Nee. Well. Also sollen wir American Truck weitermachen oder sollen wir Eurotruck weitermachen? Weitermachen. liegt bei euch. Ansonsten würde ich einfach nochmal 5 Folgen dranhängen vom American Truck Simulator, ne? Die würde ich einfach nochmal dranhängen, würde ich einfach nochmal dran klabustern. ich denke, ist auch okay, ne? Da haben wir dann halt irgendwie 3 Wochen. Nein, wir können auch einen Monat machen, sind 20 Folgen, mein Gott. Mir ist das vollkommen irrelevant, ne? Was ist groß, grau und völlig egal, ein Irrelevant. Jetzt habe ich auch letzte Folge oder vorletzte schon.
Weiß ich gar nicht mehr welche. So. On the road again. Take me to places where I never been. Schon wieder so ein komischer Wolle-Transporter. Nee, Enhul. Ich hab da Wuhl gelesen, also Wolle. Wie? Weiß ich nicht. Manchmal. Ja, Wiegestation. Nee, kannst mich mal. Bei ATVs of Steel musste man da tatsächlich noch hin, sonst hat man eine Strafe kassiert. Und hier? Fährst man vorbei, dann passiert nichts, weißt du? Kannst da hin, kostet 10 Dollar, da wiegen die dir den LKW. Ist mir scheißegal, wie viel mein LKW wiegt. Warum sollte ich. Wozu. Warum sollte mich das interessieren? Die Straßen müssen es aushalten, weißt du? Sonst würden sie das ja nicht genehmigen, dass ich hier rumkutsch. Von daher. Ne? Weißt Bescheid. Übrigens fällt es hier echt nicht so oft, dass hier größtenteils alles zweispurig ist, beziehungsweise eigentlich immer auf den Highways, ne? Also hier so eine Abfahrt, aber das zählt ja nicht als Spur. Es fällt aber tatsächlich nicht so oft, weil wir gar nicht so zum Überholen kommen, ne? Weil wir gar nicht so oft überholen, beziehungsweise gar nicht zum Überholen kommen, weil wir ja immer 55 Meilen die Stunde fahren und nicht schneller. Und die anderen LKWs fahren ja auch 55 Meilen die Stunde, ne? Von daher kommt man gar nicht so zum Überholen tatsächlich. So, Regen hört auf. Frame Rates brechen ein. Sag mal. Ich fuck nicht. Ist mir egal. Oh, wir sind 30. Da vorne ist, glaube ich, die Polizei. Da müssen wir gleich mal hier runterbremsen, Dill. Naja, mal schauen. Ey, er ist auf in San Diego. Cool. Wäh. Komm, sogar eigentlich zweimal. Haben jetzt zweimal abkassiert, oder was? Das finde ich jetzt ein bisschen scheiße, Freunde. Alter, Leute. Es ist grün. Ihr Pisser. Alter. Junge! Wie weit willst du noch hinter oder was? Ja, ist das ein. Sag mal, ist das dein fucking Ernst gerade oder was? Alter, lass mich vorbei, du blöd für. Blink nicht rum, du Sau. Jetzt komm ich nicht raus. Ja, komm, ist mir egal. Ich will noch ein. Jetzt fährt er! Ich will doch nur abbiegen, verdammt. Du Scheiße. Kann nicht wahr sein. So, tschüss. Ich habe gebremst, okay? Ich stand kurz. Für eine Millisekunde oder so. Meine Fresse. Vollidioten. Dann will ich die ganze Zeit rückwärts fahren, weißt du? Schiebe ich hinten noch einen weg mit dem Trailer. Mann. Und dann fährt er vorwärts. Für die Kuh. Oder Ochse, mir egal. Rindvieh. Irgendwas. Rindvieh auf zwei Beinen, ist mir scheißegal. Männlich oder weiblich. Ah, ist grün. Weißt du, da wenn wir mal kurz so rausgucken, ist sofort grün. 5 Jahre rot, guckst einmal kurz weg, grün. Am besten wird es schon wieder gelb, weißt du, so von grün auf rot schon wieder so gelb. Ja, so fühle ich mich gerade schon wieder. Aha, so. Dass hier jetzt mal grün war, wundert mich. Okay, ich weiß nicht, wo wir uns da hinstellen müssen. Ich würde sagen, hinten irgendwo, ne? Da hinten wahrscheinlich, da irgendwo. Wir gucken mal, wir können ja hier zur Not wenden. Das ist ja nicht so problematisch. Naja, da hinten. Nö. Das ist auch kacke. Freunde, das Bein ist beschissen. So Mist. Oh, weißt du was? Hier. Entschuldigung. Also, habe ich das mal gemacht, weil. Oh, war jetzt beides blöd. Bei dem einen hätten wir wenden müssen, bei dem anderen hätten wir auch wenden müssen. So. Also, wie gesagt. Ihr sagt Bescheid, wollt ihr noch ein bisschen American Truck oder wollt ihr wieder zum Euro Truck Simulator? Wie ihr das möchtet. Wir haben jetzt knapp 62.000 Dollar, die legen wir uns auf unser Bankkonto hier und dann ist gut, dann würden wir wieder nach Europa rübergehen, da wieder ein bisschen arbeiten. Also von daher würde hier nichts passieren, großartig. Also wie gesagt, ihr sagt Bescheid, ich richte mich nach euch. Sollte nichts kommen, dann hänge ich noch 2 Wochen American Truck dran, ne? Also. Dann tschüss und schönes Wochenende.